Hallo Leute und willkommen zurück zu Bastion oder Bastion. Ich muss mich einigen, ob ich das Deutsch oder Englisch anrede. Verdammt. Ich muss den Anfang hier nochmal neu spielen, bis zu ihm hin, da unten dem Erzähler und alles. Das Zeug nochmal kurz aufbauen. Hab dasselbe genommen wie beim letzten Mal, Waffenlager. Das ist eine sehr, sehr schöne Blume. Oder Pflanze. Baum. Ein Baum, der irgendwie so endet, als würde er eine Blume sein. Schick. Okay, gut. Aber das ist doch lustig aufgebaut. Wo sind wir hier? Ich meine, da unten ist ein Baum, aber von was aus entsteht er? Kann man das hier irgendwo nachsehen? Da sind auch Felsen. Also wir sind anscheinend oben, aber was passiert, wenn wir nach ganz unten gehen würden? Also ich glaube ja, die Welt besteht aus kleinen kaputten Inseln, aber wo ist dann ein oben und unten? Naja. The Skyway. Now the kid can ride the wind the distant lands. Ah ja, hier waren wir drin. Wir können. Stimmt. Wir können da nicht nochmal hin, wenn wir alles gemacht haben. Das finde ich ein bisschen schade, dass man nicht mehr zurück kann. So kann man sich auch kein Geld erfahren, verdammt. Übungsgelände, es gibt. Ah, hier sind wir gerade. Die Bastion. Also müssen wir hier hin. Verdammt. Es ist 18.35 Uhr und ich gähne immer noch. Das ist doch ekelhaft. Nur noch am Gähnen, nur noch am Müde sein. Aber okay. Ich habe gerade nochmal 20 Minuten lang auf Steam durch Trends geschaut und ich finde einfach immer noch kein Steam-Spiel, was ich mir holen kann. Ich warte einfach, bis irgendwas Gescheites rauskommt, weil ich ja noch Geld über habe. So, hier können wir hin, aber wir könnten auch noch hier hin. Das entsteht immer, wenn wir die Waffen jeweils bekommen. Übungsgelände. Hier haben die Brecher einst ihre Treffsicherheit mit dem Bogen trainiert. Und da können wir das auch machen und dann können wir verschiedene Sachen gewinnen. Aber eigentlich macht das wenig Sinn, da jetzt hinzugehen, weil wir fast noch nichts auf diesem Bogen aufgewertet haben. Wir gehen mal lieber hier hin und holen noch einen Kern. Falls es das war. Ich weiß nicht. Manchmal funktioniert das nicht. Ich hoffe, es klappt diesmal. Finde ihn und bring ihn zurück. Du findest vielleicht auch nützliche Vorräte. Ich weiß nicht, was bei Infos passiert, wer hätte er da was zu dem Ort gesagt? Mal schauen. Okay, stopp, stopp, stopp. Nochmal kurz raus. Ich wurde unterbrochen. Ein Mensch ist hier und ich werde unterbrochen. Yay. Wir klicken mal kurz auf Infos. Vielleicht sagt er denn ja echt immer was zu dem Ort. The Workman Ward. Them windbags used to keep the city humming along here. Okay, gut, dann hören wir uns immer die Infos an. Gibt's hier Infos zu? Ceylandia's safe haven, once the highest point in the city. Too bad it wasn't finished before the calamity struck. Ah ja, seht ihr, ist doch gar nicht mal so schlecht. The Wharf District. Folks sail deep into the boundless sea from here. The Breaker Barracks. Many straight shooters learn their way here. Okay, nett. Dann fliegen wir hier nochmal hin. Diesmal richtig. Time to get what he came for and get on out. Oh, der Text hat sich verändert. Aber egal, ich glaube, er hätte nur das gesagt, was in der Info war. Hier könnten wir uns mit F auffüllen oder was das war, keine Ahnung. He heads for the squad steps. Won't be no field trip this time. Ach so, stimmt. Wenn ich jetzt hier runtergehe. He heads for the biggest dump in town. Scumbag Alley. Stimmt, hier gibt's mehrere Richtungen in dem Level. Some scumbags still feeding off the city's own trash. Okay, die haben sich selbst getötet. And there he is. The oldest scumbag of them all. Gershel. So, ich habe ja kein Schild. Ach, ich dachte schon, er wäre gerade selber runtergefallen. Ja, ja, heilen wir uns halt mal. Von mir aus. Ah, da ist er ja. They always said old Gershel wouldn't go without a fight. Ich muss immer zuerst hier drauf gehen. Das ist echt am nervigsten. Wieso treffen die mich aktuell noch so oft? Ich meine, das war damals nicht so.
So, erstmal wieder alles hier kaputt machen, was geht. The rest of the path is gone for good. And his city crest won't bring it back. Denn wir bekommen ja immer mal wieder Geld und wir werden später Geldprobleme haben, wenn wir, also generell haben wir im Spiel eher nicht genug Geld, um alles zu kaufen. Deshalb nehmen wir immer schön alles mit. No surprise. Like the gas fellas are hiding in front of you. Vielleicht rolle ich einfach häufiger bei den Gegnern. Was ist denn? Ah, etwas Scharfes. Achso, hier kann ich mir Sonne anschauen. Gehen wir jetzt nochmal hier hin. Halt. Zack. Da kann ich mich jedes Mal auffüllen, das ist nett. Ah, die haben einen roten Kopf. Ah, das sind die, die vor mir fliegen. Oh, ihr aber nicht. Oh, halt. Oh nee, dann wechsle ich doch meine Waffe. Ich glaube, ich muss auf den Schatten zielen. Hä, hey, was tut mir denn weh? Ach man. Kid ain't ever seen an elephant squirt before. Ah. Ich würde es zerstören, wenn der Brunnen nicht nur 5 Meter entfernt wäre. Ach man. He's come back and digest just about anything. Except for this. It's quick for slicing and light enough to throw. Ah, nett. Was? Ah! Ich kann es auch werfen. Und es kommt instant wieder zurück. Setz Realism. Ich weiß nicht, ob es besser wäre, die Gegner hier einfach zu ignorieren. Okay, das hier sollte ich nicht ignorieren. They say even the most rambunctious squirts can be tamed. Ah. No sign of the core here. At least the kid got something for his trouble. Ah, jetzt habe ich einen, der mich mag. Der dann the squirts just don't know when to quit. Ach man. Ja, ohne Schild kann ich auch gar nicht erst versuchen, die zu blocken. Okay. Wir haben noch zwei Wege. Up north is where the gas fella foreman used to live, tending to his flock. Ja, ich sollte echt anfangen auszuweichen. Das ist auch, glaube ich, mein Problem immer schon in den Spielen dann gewesen. Ja, die Kugeln kann ich damit nicht zurückschießen. No white gas fellas all dress alike. Kids wondering the same thing. Ah, ist wieder dieselbe Pflanze, nur vertrockneter. And there it is, but it's locked down tight in an alloy cage. Okay, aber wenn er da ist, dann würde ich doch lieber erstmal die andere Richtung absuchen. The blustery old foreman's keeping his fellas in check, almost like he's showboating for the crowd. Somehow that old forge is still standing. Yo, ach nö, das ist dieses ekelhafte Vieh. Ja, wow, danke. Gut, dass ich da so viel gegen machen kann. Ach halt. Einfach auf Fernkampf gehen, yay.
Odd place to find the likes of Percy the Snitch. Okay, vielleicht soll ich auch vom Spielgeschehen her alle kaputt machen. Never much cared for that big wide grin of his. Yo! Ah, und das sind die Charger. Na, nett, dass du dir erstmal die Gegner vorstellst. Hat der gerade kein Geld gedroppt? Puh. Okay. Inside the forge, Key can fine-tune those instruments of his. Genau das Ding hier brauchen wir. Eine Schmiede. So, wir haben einmal was. Achso, ja, genau. Und die Sachen sind jeweils für die Waffen. Hier sieht man auch schon grob, wie viele Waffen wir bekommen werden. Und mich würde tatsächlich etwas hierfür interessieren. Aufwertung auswählen. Ja, wir haben eine, das heißt, wir können hier das erste schon mal machen und müssen dann aber auch noch die Summe an Geld bezahlen. Eine leichte, dauerhafte Bogensehne, die schnellere Schießen ermöglicht. Ach so, mehr Durchschlagskraft. Also, dass es durch mehr Gegner geht. Hm. Aber das passiert ja nicht oft, dass wir, wenn wir mehrere Gegner haben, dann Fernkampf machen. Was sind denn die anderen Sachen? Was kannst du denn? Angriffe leben Feinde. Angriffe verursachen Schaden über Zeit. Das ist so nett. 20% kritische Trefferchance. Und hier? 10% kritische plus 50 Schaden. Ich würde ja den Sailhammer auch gerne häufiger mitnehmen. Aber wir wechseln die Waffen so oft in den Leveln, weil wir fast jedes Level eine neue Waffe bekommen. Aber wir haben den jetzt auch nicht mit. Ach, scheiß drauf, wir nehmen einfach das hier und das. Yay. Achso, stimmt, wir können rein theoretisch noch mehr machen. Ich mag ja immer. Ich mag ja immer Schussschnelligkeit. Aber wir können sowieso alles dreist machen, what the fuck? Worüber rege ich mich hier denn auf, ha? Wieso spielen wir keine Nummer 35 FPS? Wie, also muss ich raten? Ich weiß, wo der Kern ist. Yay. Oh shit. Eventuell hätte ich da nicht wieder weggehen sehen. Ach nö, du. Ach nö. Ah, die lieben mich. Okay, das ist nett. Ach stimmt. He hears the whole place groan, but it's too tough to fall. Ready to go, and his ticket out's right where he started. Hier, der Käfig wäre so langsam hochgegangen. Schade, dass ich nicht hier geblieben bin, dann wäre das alles so Stück für Stück passiert und nicht auf einmal gekommen. Yay. Okay, gut, haben wir. 49. He comes back, just like I knew he would. The core hums in his pack. The monument's calling for it. Okay, und das haben wir auch noch. The windbags used to be all right. Then the calamity took the floor out from under him. Ah ja, stimmt. Die Gegner bekommen wir auch immer in einer Zeit. Kid does it again. Only fair he decides what we build next. Ja, ich entscheide. Alles klar. Schmiede, neue Aufwertung erhältlich. A lot of things need fixing up in this world. And we can start right here. Irgendwie sind ja doch keine neuen Aufwertungen erhältlich. Und hier. Bleiben wir mal hierbei. Dann. Es ist zwar ganz cool, schnell hintereinander schlagen zu können, aber wir nehmen mal das. Ja. Dankeschön. 8 months kid can't handle with hammer and bow in hand.
Das war jetzt so zwischenmäßig viel Zeit. Wir können ja einmal. Ja. Kern und Kern. Achso, ich glaube, nur einer von beiden ist richtig. Wir können ja mal hier hingehen. Einmal uns das angucken, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Jedenfalls glaube ich, dass wir ein bisschen Zeit haben, weil ich die Uhrzeit nicht mehr genau im Blick hatte. Used to play a little game. See who could bust the most targets in the fewest shots. He's focused. He's armed. And he's off. Perfect shot just happens in a flash. Kriegen wir die drei hier in einer Reihe? Ja, ich komme hier nicht hinter. Vielleicht von der Seite? Ja. Yeah. What the fuck, wieso stoppst du nicht? Ja, okay, jetzt kann ich nur so machen. Und der hat schon mal einen Schlag abgekriegt. Das heißt, ihr geht hoffentlich beide jetzt kaputt. Nein! Okay. Okay, wir haben immerhin 2 von 3 geschafft. Nächster Preis 5 Schüsse oder weniger. Ja, das. Es ist halt besser, wenn man hier hinkommt, nachdem man die Waffe erstmal krass aufgerüstet hat. Man kann das jetzt auch übrigens immer in der Schmiede umändern. Nachdem man das einmal ausgesucht hat, kann man jetzt einfach nur links oder rechts hinklicken und schon hat man das andere. Ohne nochmal Geld zu zahlen. Das ist schön. So, das und das. Okay. Da unten an dem schwarzen Knopf hätten wir es resetten können. Dann gehen wir mal zurück. Kannst du mir über irgendwelche von dem was erzählen? Nö. Nett. Ja, das ist für eine Waffe, die wir noch nicht haben. Und hier haben wir nicht genug Geld. Aber hier kann ich einfach umändern. Okay. Ein Level haben wir geschafft. Dann würde ich es erstmal so lassen. Da hinten kommt noch was Drittes hin. Da können wir dann endlich mal die Destill hin tun. Jojo. Ah, cool. Ich wollte D drücken und habe aus Versehen F gedrückt. Und jetzt sind wir hier weiter draußen. Schön. Okay, gut. Dann war's das mit dem Part. Danke fürs Zusehen. Und das nächste Mal können wir uns entscheiden, in welche Richtung wir gehen. Nett. Ciao.